Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum 5. Anfänger-Scripting-Tutorial. In diesem Tutorial wollen wir uns damit befassen, wie wir denn Events erstellen und was denn überhaupt ein Event ist. Das werden wir uns jetzt gerade mal angucken. Da werde ich jetzt hier oben einfach mal den Tab duplizieren und dann werden wir uns einfach mal hier die Server-Events zum Beispiel angucken, weil wir sind ja in einer serverseitigen Datei. Und vom Prinzip her könnt ihr euch ein Event so vorstellen wie ein Auslöser für etwas Bestimmtes auf dem Server, also so ziemlich für alles. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier in dieses Auto einsteige, dann wäre das ein Event, weil ich mache ja irgendwas. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel sterben würde, dann wäre das auch ein Event, beziehungsweise dann könnte ich mit diesem Event abfragen, durch was ich denn gestorben bin. Und so kann man es eigentlich auf alles andere hier auf dem oder im NTA beziehen, dass zum Beispiel, wenn das Fahrzeug explodieren würde, könnte man daran auch wieder ein Event hängen und das damit so abfragen, zum Beispiel, wo ist das Fahrzeug explodiert oder warum. Und wir wollen jetzt einfach mal ein Event erstellen, was beim Fahrzeug, also wenn wir das Fahrzeug, wenn wir ins Fahrzeug einsteigen, da soll es einfach eine Chatbox-Nachricht geben. Der Spieler, also P-Name, wie wir es hier oben definiert haben, hat das Fahrzeug, ist ins Fahrzeug eingestiegen. Und ich möchte euch in den nächsten Tutorials auch ein bisschen mehr hier im Wiki zeigen, weil es bringt nichts, wenn ich euch hier im Notepad alles zeige und ihr dann überhaupt nicht wisst, wo ihr das denn auch in Wirklichkeit finden könnt, wenn ihr mal kein Tutorial von mir findet. Und deswegen wollen wir jetzt einfach mal hier runter scrollen zu Vehicle Events. Und hier haben wir zwei Events, einmal OnVehicleStartEnter und einmal OnVehicleEnter. Wir können einfach mal erstmal OnVehicleEnter nehmen, also das ist dann das Event, wenn man tatsächlich, wenn wir jetzt zum Beispiel hier, wenn ich jetzt Enter drücke, dann würde es die StartEnter aufrufen und sobald der Motor angeht, also jetzt, würde es OnVehicleEnter aufrufen. Gut, dann, im Moment schiebe ich es erstmal hier so nach drüben und hole mir Opera nach hier, perfekt. Wir haben ja hier schon ein kleines Beispiel, aber ich wollte es jetzt einfach mal so schreiben. Und wir erstellen jetzt erstmal den Event-Händler. Das machen wir einfach mit @EventHändler und VehicleEnter. Wir wollen es für jedes Fahrzeug haben, also nehmen wir wieder getRoot-Element. Ups, da war ein großes T so. Und hier hinten kommt dann unsere Funktionen. Also welche Funktion möchten wir aufrufen, wenn ein Spieler in irgendein Fahrzeug einsteigt? Da stellen wir uns jetzt einfach mal eine neue Funktion. Function. Oh, da fehlt das F, oder? Ja. Function. Output Player Name on Enter. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, was wir hier überhaupt für Argumente zurückbekommen. Weil es kann ja sein, dass wir auch das Fahrzeug zurückbekommen. Und dafür sind hier oben die Parameters gut. Da könnt ihr nachgucken, was denn ein Event euch zurückgibt. Und dann ist hier einmal immer der Elementtyp. Hier wäre es also Player. Dann Seed. Int ist einfach eine Zahl, also Integer. Und dann noch Player Jacked. Und Jacked ist der Spieler. Also wenn man jetzt zum Beispiel in ein Fahrzeug einsteigt, aber das ist von jemandem schon besetzt, dann wäre der Jack-Player der, der rausgeschmissen wird. Sagen wir es so. Und da brauchen wir jetzt hier oben also einfach nur Player. Und natürlich müssen wir unten noch ein End hinschreiben, damit die Funktion beendet ist. Da sehen wir auch an diesen kleinen Klammern, die hier immer an den Zeilennummern runtergehen. Und jetzt wollen wir einfach Output Chatbox. Und wir können natürlich hier oben auch wieder Local P-Name verwenden. Output Chatbox. P-Name ist ins Fahrzeug eingestiegen. So. Und warum jetzt die zwei Punkte? Die zwei Punkte sind einfach nur dafür da, dass ich einen Wert als
wie soll ich sagen, mit diesen zwei Punkten verbinde ich einfach zwei Strings. Also Pname ist ja unser Spielername, sprich es ist ein Text. Und diesen verbinde ich jetzt mit diesen zwei Punkten mit diesem Text. Und wichtig ist, dass ich hier noch ein Leerzeichen dazwischen mache, weil ansonsten würde das dann heißen Master M ist. Also ohne, ja, ohne das Leerzeichen. Und wenn man sich nicht sicher ist, was denn jetzt eigentlich für ein Wert herauskommt, wenn man es zum Beispiel über eine Funktion bekommt, dann macht man einfach toString pname. Dann wäre nämlich die Variable, die hier drin steht, dann ein String, 100 pro. Also auch wenn man jetzt false hätte und das dann mit toString verarbeitet, würde dann false rauskommen. Gut, dann müssen wir natürlich noch diesen Event-Händler hier mit dieser Funktion verbinden. Dafür machen wir einfach getRoot-Element und packen dahinter den Funktionsname. So, ich weiß nicht, kann ich das noch weiter ranschieben? Nein, naja. Ja, und jetzt müsste es uns theoretisch ausgeben, MasterM ist ins Fahrzeug eingestiegen. Das wollen wir uns mal kurz angucken. Restart. Ich steige ein. MasterM ist ins Fahrzeug eingestiegen. Gut. Das funktioniert schon mal. Und jetzt wollen wir vielleicht auch noch wissen, in welches Fahrzeug MasterM eingestiegen ist. Also ich. Und da gucken wir nochmal hier ins Wiki. Dann wird nämlich gesagt, the source of this event is the vehicle that was entered. Also auf gut Deutsch, der Ursprung des Events ist das Fahrzeug, in dem wir eingestiegen sind. Das Source könnt ihr euch vorstellen, ihr müsst es nirgendwo angeben, es ist einfach da. Also das ist eins der wenigen Variablen, die standardmäßig immer da sind. Also man kann sie höchstens überschreiben. Aber hier ist wirklich Source immer Source. Also ihr könnt jetzt nicht einfach eine andere Variable dafür verwenden. Und dafür machen wir einfach ist... wie schreiben wir denn das? Naja, machen wir einfach mal in... Auf Grammatik, jetzt legen wir einfach keinen großen Wert. Und jetzt machen wir einfach eine neue Variable, nämlich local vname, also den Fahrzeugname. Ist gleich, ich glaube das war getVehicle... Name. Und dann verwenden wir natürlich Source, weil Source wird ja hier übergeben. Wir können auch nochmal kurz bei getVehicleName gucken. Und da sagt uns hier getVehicleName, Vehicle, der Vehicle. Also wir müssen hier ein Fahrzeug übergeben. Und es gibt uns einen String zurück, der den Fahrzeugnamen enthält. Also genau das, was wir haben möchten. Gut, und jetzt müssen wir natürlich das noch verbinden. Ist in eine Punkt. Also jetzt würde, wenn wir in Sanchez einsteigen, MasterM ist in eine Sanchez eingestiegen, da stehen. Ob der Text jetzt wirklich Sinn macht, ist erstmal egal. Und, yay, MasterM ist in eine Sanchez eingestiegen. Perfekt. Und wenn wir jetzt hier in einen Bandito, ist es glaube ich, einsteigen, dann dürfte auch Bandito da stehen. Yay, natürlich wäre es jetzt ein Bandito, aber das, ja, ist jetzt... Kann man sich ja so umschreiben, wie man es haben möchte. War jetzt bloß ein kleiner Test. Ich werde mal das hier oben ausklammern. Man kann nämlich auch über mehrere Zeilen klammern. Ich weiß gar nicht, ob ihr das schon gezeigt habt. Dann macht man einfach diese zwei Minuszeichen für normal einen Kommentar. Und wenn man hier die zwei eckigen Klammern aufmacht und dann hier unten wieder zu. Also, Moment, das muss natürlich hier ran. So. Dann wird das sozusagen ein großer Kommentar. Das funktioniert aber nur, wenn davor diese zwei Minus ist. Also genau diese vier Zeichen sind sozusagen der Anfang und die zwei Zeichen das Ende. Weil das nervt mich gerade irgendwie, dieses Output-Zeug. Und wir wollen jetzt einfach mal einen Effekt erstellen, nämlich clientseitig. Und dafür brauchen wir Trigger Client Event. Und ich finde, dass gerade dieses Triggern sehr, sehr, sehr wichtig ist, weil... Ja, irgendwie müssen ja Server und Client miteinander kommunizieren. Und deswegen habe ich ja schon die Funktion rausgesucht. Ihr seht, es ist einfach eine Client-Only-Function, sprich wir können sie nur in einer clientseitigen Datei aufrufen. Dazu gehen wir jetzt hier mal in unseren Ordner und erstellen uns eine Test C. Dabei ist der Name wieder egal, ich nenne sie bloß Test C, weil... ich das immer so mache, also S für serverseitig und C für clientseitig. Und wir müssen dann natürlich, ups, nein, das öffnen wir nochmal neu. S, so.
Dann müssen wir es natürlich noch in der Meta richtig eintragen. Einmal Test S mit Type Server und Test C für Client. So, jetzt können wir noch mal kurz restarten, damit hier keine Fehler kommen. Nein, keine Fehler in Sicht. Und wir können eigentlich alles das, was hier in dieser clientseitigen Datei ist, einfach mal rauslöschen, weil wir haben es ja schon serverseitig stehen. Und das erste, was ihr für ein Event braucht, ist ein Event, logischerweise. Und dieses können wir einfach erstellen mit @Event. Diesem geben wir jetzt einen Namen. Zum Beispiel Create Client Effect. Und wir setzen hier hinten Allow Remote Trigger, also dieses hier, auf True. Damit können wir nämlich diese Events auch vom Server zum Client und umgedreht triggern. Und jetzt machen wir es wie in unserer serverseitigen Datei. Wir machen wieder einen Event-Händler, der eine Funktion aufruft. Also @Event-Händler. Jetzt brauchen wir wieder den Namen. Schreiben dahinter getRootElement. Und jetzt können wir das uns ganz einfach machen, weil wir brauchen ja nur einmal diese Funktion, die wir jetzt hier erstellen, und müssen sie nie wieder aufrufen. Also können wir auch eine sogenannte anonyme Funktion erstellen. Die hat keinen Namen und wird direkt hier in der Zeile erstellt. Also normalerweise hätten wir jetzt hier oben einen Funktionsname und hier steht die Funktion einfach gleich drin. Das ist praktisch, um ein bisschen oder ein paar Zeilen Code zu sparen. Und serverseitig werden wir jetzt einfach wieder einen Command erstellen, weil es ist einfach. Dazu machen wir einfach Function. Wie nennen wir die jetzt? Client Effect. End. Dann können wir oben wieder @Command Handler kopieren, weil ich ein bisschen schreibfaul bin. Und dann nennen wir jetzt einfach mal CCE für Create Client Effect. Und hier geben wir noch den Player an, wie hier oben, weil den bekommen wir ja zurück von @CommandHandler. Und wir triggern jetzt einfach zum Client mit Trigger Client Event. Dann geben wir den Spieler an. Dann den Eventname, nämlich onClient, Create Client Effect. Ups. So. Und der Ursprung dieses Events ist das getRootElement, sprich der Server. Jetzt könnten wir hier hinten noch verschiedene Argumente hinzufügen, zum Beispiel welchen Effekt und so weiter. Und wenn wir hier vorne das Player weglassen, würde es an alle Clients, die gerade auf dem Server sind, getriggert, sprich an allen würde dieser Effekt erstellt werden. Gut, jetzt wollen wir natürlich das erstmal kurz testen, damit es auch wirklich funktioniert. Da packe ich einfach eine Output-Chatbox rein. Chatbox. Okay. Ups, was schreibe ich denn? Und wir restarten kurz. Kommen irgendwelche Errors? Nein. Und jetzt ist es immer ganz sinnvoll, wenn ihr ins Debug-Script geht. Das öffnet ihr einfach mit Debug-Script 3 mit einem Slash davor. Und wir sind im Debug-Mode. Das bedeutet einfach, dass alle Fehler, die erstellt werden vom Server, sofort hier unten angezeigt werden. Das ist sehr sinnvoll, weil die ganzen clientseitigen Fehler nicht hier in dieser Konsole angezeigt werden. Gut, dann geben wir einfach mal /CCE ein. Und wir bekommen eine Output-Chatbox. Okay, also unser Command von der Serverseite hat ein Event getriggert, was bei der Client-Seite erstellt wurde und auch eine Funktion beinhaltet, die einfach OK ausgibt. Gut, dann wollen wir natürlich ja auch einen Effekt haben. Dafür machen wir einfach Create Effect. Jetzt brauchen wir die drei Positionen, also X, Y und Z. Die werde ich einfach aus der Position des lokalen Spielers, also in dem Fall unserem Client, nehmen. Dazu machen wir einfach local zum Beispiel local x, y, z ist gleich getElementPosition. Und jetzt brauchen wir natürlich ein Element. Ich definiere gerne LP. LP ist gleich getLocal, Player. Denn LP lässt sich einfach und schnell schreiben und es ist auch, ja, es besteht eigentlich keine Verwechslungsgefahr. Die setzen wir jetzt hier oben rein. Wir können uns auch gerne nochmal die Wiki-Einträge angucken, damit ich euch jetzt hier keinen Rotz erzähle. Und hier steht einfach, diese Funktion
returnt sozusagen den Spieler, der gerade die Client-Datei geladen hat. Also in dem Fall uns, wenn wir jetzt, wenn jetzt ein anderer in dieser serverseitigen Datei des CCE eingeben würde, dann würde er natürlich der Local Player sein. Also haben wir jetzt hier schon mal die drei Koordinaten. Da können wir angucken, get element position, gibt drei Floats zurück, also große Zahlen. Und den Create Effect, da gehen wir wieder zurück. Oh, wo ist es denn hin? Achso, das habe ich gerade weggeklickt. So, X, Y, Z. Und den Rest können wir eigentlich weglassen. Ach, und den Namen natürlich. Den Namen, ich dachte, es wäre ganz lustig, wenn wir jetzt hier diesen, wie ist es, irgendwie Insects oder sowas. Ja, war ganz lustig. Das waren diese Fliegen, die meistens an Müllton rumfliegen. Hier, Insects. Also, Insects. X, Y, Z. Und wir können noch eine Chatbox-Nachricht ausgeben. Ups, Output. Chatbox. Du stinkst. Wie habe ich den Oha. Stinkst. Ja, das sieht richtig aus. Gut. Wir müssen hier hinten auch nicht Player angeben, weil gleichzeitig kann man nur Chatbox-Nachrichten an den eigenen Spieler senden. Aber das dürfte irgendwie klar sein. Gut, dann restarten wir nochmal die Ressource und geben ein slash CCE. Und wir haben hier du stinkst und wir sehen, nach im Video kann man das bestimmt nicht sehen, aber hier sind so ganz kleine Fliegen. Ich nehme einen anderen Effekt, das war vielleicht doch nicht so schlau. Einfach Explosion Large. Ja, wir sind richtige Draufgänger. Wir wollen jetzt eine Mega-Explosion haben. So. Die Fliegen bleiben übrigens an der Position, die wir uns deklariert haben, also hier. Und gehen nicht mit mir mit. Da gibt es aber bestimmte Funktionen, die einen Effekt immer direkt am Spieler erstellen. Also sozusagen der Effekt wandert mit dem Spieler mit. Und habe ich das schon geändert? Ja. Dann restarten wir kurz. Slash CCE. Bumm. Ihr seht, das ist alles nur ein Effekt. Sprich, niemand bekommt davon Schaden oder ähnliches. Macht einfach bloß. Bumm. Oh, nee. Bumm. Sieht sogar ziemlich cool aus. Und hat auch einen ordentlichen Rauch. Gut. Dann wollen wir das jetzt noch vom Client zum Server machen. Und jetzt kommt so ziemlich die wichtigste Regel in MTA, nämlich traue niemals dem Client. Das ist verdammt wichtig, denn es gibt verschiedenste lustige Menschen hier in der MTA-Szene, die es wirklich sehr witzig finden, auf Server zu gehen mit ihren eigenen Clients, die sie sich, ich sag's mal, selber erstellt haben und dann alle möglichen clientseitigen Funktionen aufzurufen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Event habt, was Geld settet, was, keine Ahnung, ihr klickt irgendwo hin als Client und dann wird euch Geld gesettet, das könnte, trotz dass ihr hier Haufen Abfragen habt, dass es nur Admins machen können oder ähnliches, können das trotzdem, ich sag's mal, Hacker dazu benutzen, sich Geld zu setzen. Und ihr bekommt davon einfach nichts mit, weil ihr denkt, eure Funktionen sind sicher. Gut, deswegen am besten immer alles gleichzeitig abprüfen, damit beim Spieler immer zum Beispiel Fehlermeldungen gesendet werden können. Und serverseitig das natürlich dann auch nochmal abprüfen, damit man sicher sein kann, dass wirklich nur berechtigte Spieler darauf zugreifen können. Dann werden wir jetzt einfach hier serverseitig ein Event erstellen. Ich weiß gar nicht, was ist denn nur serverseitig verwendbar? Server Functions, wir können eigentlich irgendeine Funktion nehmen. Zum Beispiel. Ja, CreateBlip ist schön. Oder CreateBlip Attached to, das ist schöner. Damit erstellen wir einfach so ein kleines Zeichen auf der Karte. Das können wir natürlich auch clientseitig machen, aber das sieht nur der Client. Wir möchten aber eine Funktion haben, wo wir unsere Position preisgeben können für alle Spieler auf dem Server. Und dann werden wir jetzt hier unten einfach ein neues Event erstellen. Mann, der Code wird ziemlich unübersichtlich. Einfach mit add event show blip nenne ich das jetzt einfach und natürlich wieder true, weil wir bekommen es ja vom Client. Add event handler show blip get root element Function End. So,
jetzt haben wir erstmal die Serverseite fertig und gehen erstmal in die Client-Seite. Da machen wir einfach Trigger Server Event Show Blip. Ups, und das Element ist der LP, also Local Player. Denn ja, wir sind ja der Local Player hier drin. Und jetzt könnt ihr euch das so vorstellen, Hacker könnten jetzt zum Beispiel das Server-Event triggern und hier einfach irgendeinen Spieler angeben. Also müssen wir überprüfen, von welchem Spieler dieses Event kommt. Es klingt ein bisschen kompliziert, aber es ist jetzt zum Beispiel Spieler A online und Spieler B. Und Spieler A kann hacken und verwendet sozusagen Spieler B, um Spieler B Geld zu geben zum Beispiel. Aber Spieler A ist damit überhaupt unsichtbar. Also man kann nicht nachverfolgen, wenn man... oder wenn jemand sowas macht, außer mit einem kleinen Codestück, nämlich if source ist ungleich client, then return, ups, return end. Das erkläre ich kurz mal. Source, wisst ihr ja, das ist sozusagen der Ursprung, das haben wir hier oben schon verwendet mit onVehicle enter. Ich könnte das ruhig mal ein bisschen schöner einrücken oder zumindest schöner gestalten, so. Und so prüfen wir einfach ab. Also der Client ist wirklich eine Variable, die von NTA kommt, die könnt ihr nicht ändern. Und der Client ist wirklich immer der Spieler, der das Event gerade gesendet hat. Und Source ist einfach der Spieler, den wir übergeben. Und wenn jetzt Source ungleich Client ist, dann soll es die Funktion einfach beenden, weil dann wissen wir hundertprozentig, dass jemand hier auf unserem Server gerade hackt. Gut, natürlich solltet ihr jetzt hier auch alle Abfragen machen, die ihr clientseitig macht, so von wegen, ist der Spieler Admin oder keine Ahnung, kann der Spieler den Blip erstellen, je nachdem. Und wir machen jetzt hier einfach local xyz ist gleich get element position client und ach ne, das brauchen wir gar nicht, wir machen ja einen Blip, der verbunden ist im Moment. Create Blip attached to, genau das möchte ich, an den Client. Und jetzt sehen wir Icon Size RGB. Wir nehmen jetzt einfach nur Icon, weil, ja. Hier gibt es zum Beispiel diesen Gang B, das ist doch ein ziemlich cooler Typ. Das ist nämlich die 58. Create Blip attached to, Client 58. So. Das können wir jetzt hier wieder weghauen. So, wir gehen in unser Test C, haben wir Trigger Server Event, das wird einfach sofort aufgerufen, wenn der Spieler fertig ist mit dem Download, weil hier keine Funktion oder sowas steht, es wird einfach sofort aufgerufen. Ich gucke nochmal drüber, nicht, dass mir irgendwelche Fehler passiert sind, das ist auch Show Blip, ja. Total Event Function, ja, das sieht richtig aus. So, dann restarten wir das mal. Und wir sehen, hier unten auf der Karte ist ein kleines Männchen, was sich mit uns zusammen bewegt. Und jetzt zeige ich euch noch eine sinnvolle Funktion, damit das Männchen wieder weggeht. Dazu könnt ihr nämlich einfach dem Blip eine Variable geben, zum Beispiel local player blip ist gleich create blip attached to und so weiter. Und wir setzen jetzt hier einfach einen Timer. Und das ist eine sehr, sehr sinnvolle Funktion. Ups. Denn diese ermöglicht uns, nach gewissen Zeitabständen gewissen Code auszuführen. Zum Beispiel nach 2000 Millisekunden, also 2 Sekunden, für einmal. Es ist wichtig, dass ihr nicht so übelst viele Timer auf eurem Server laufen lasst, weil die fressen euch die Performance vom Server sozusagen im Nichts weg. Das ist einfach abnormal, aber für solche kleinen Sachen ist es auf jeden Fall in Ordnung. Also jetzt keine Angst vor den Timern haben, nur wenn ihr jetzt zum Beispiel... keine Ahnung, 5000 Timer habt, weil ihr immer vergesst, diese irgendwie wieder zu deaktivieren, wenn was passiert ist, dann ist es natürlich schon ziemlich mies. Und jetzt machen wir einfach destroy element, ups, element, ich kann nicht schreiben, element, genau. Player Blip. Warum destroy element? Wir gucken jetzt einfach mal wieder in unser MTA Element Tree, war das das? Nein, Elements.
Element. Also, was ist alles ein Element? Auch ein Blip ist ein Element. Also wissen wir, dass wir es mit Destroy Element kaputt machen können. Und das können wir uns jetzt mal kurz angucken. Restart. Jetzt ist es da. Jetzt ist es weg. Gut. Das hat jetzt so ungefähr 2 Sekunden gedauert. Ich kann es ja nochmal aufrufen. Einfach hier unten auf meinen kleinen Spieler achten, auf den Spielerfall. Jetzt ist der Blip da. Jetzt ist er weg. Gut, dann war es das erstmal für dieses Tutorial. Es ist verdammt lang geworden, Entschuldigung dafür, aber es war einfach, ich wollte es nicht nochmal teilen, weil das ist irgendwie mies. Und ich hoffe, dass ihr das jetzt erstmal so ungefähr verstanden habt, wie es funktioniert. Auf jeden Fall niemals dem Client einfach so trauen, weil man weiß ja nie, welcher Spieler da gerade auf eurem Server ist. Und dieses Ganze mit Add-Event-Handler und Trigger-Client und Trigger-Server-Event, es ist verdammt einfach, aber trotzdem stellen sich manche Scripting-Anfänger das verdammt schwer vor. Ich weiß nicht warum, es ist eigentlich selbsterklärend. Deswegen habe ich es jetzt hier nochmal etwas ausführlicher erklärt. Gut, dann bis zum nächsten Video. Euer Master M.